Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Wir haben Sommeranfang heute, man glaubt es kaum, aber frisch zum Sommeranfang werden wir hier die Chance haben, das dritte Bielefelder Kunstdreieck zu erleben. Ich stehe hier neben dem Pierrot von Max Ernst. Der hat eine wunderbare Platzierung hier in der Kunsthalle, weil er hat nämlich die Chance, von seinem Platz, wenn er sich drehen könnte, auf den Kunsthallenpark zu gucken. Hinter dem Kunsthallenpark ist das Kunstforum Hermann Stenner. Und wenn er sich ein bisschen weiter drehen würde, würde er auch auf den Kunstverein kommen. Alle die drei Institutionen sind auf engstem Raum zueinander platziert. Und am kommenden Wochenende, am Samstag, gibt es dieses Kunstdreieck. Dann werden Sie die Chance haben, von einem Museum zum nächsten Museum zu gehen, bestimmte Spuren zu legen, nachzuschauen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei den drei Leiterinnen der Museen, dass Sie das für Sie arrangiert haben, frisch zum Sommeranfang. Also kommen Sie am Wochenende hierher. Sie können es nicht nur digital erleben, sondern richtig in die Museen rein. Darauf haben wir uns lange gefreut. Ich lade Sie ein, kommen Sie her und nicht nur am Samstag, sondern auch darüber hinaus. So eng, so viel Kunst haben Sie nirgendwo in Ostwestfalen, behaupte ich. Und daher lohnt es sich, hierher zu kommen. Herzlich willkommen. Liebe Freundinnen und Freunde des Kunstforums Hermann Stenner, des Kunstvereins Bielefeld, der Kunsthalle Bielefeld. Wir freuen uns, dass Sie hier sind, entweder vor Ort oder digital, zum Kunstdreieck, das zum dritten Mal dieses Jahr stattfindet. Wir alle wissen, wie wichtig, mehr denn je wissen wir, wie wichtig Begegnungen sind. Das Fest soll anregen, noch mehr Begegnungen zu schaffen, Begegnungen zwischen Menschen, Begegnungen zwischen Mensch und Kunstwerk, Begegnungen zwischen den Ausstellungen. In diesem Sinne hoffe ich und freue mich, dass wir mit dem Fest sozusagen ein Energiefeld aufgearbeitet haben für Sie, und ich hoffe, dass Sie da viel Inspiration und Anregung für sich selbst finden. Kommen Sie vorbei. Wir alle haben viel gelernt im letzten Jahr. Wir haben gelernt, dass ein Büroarbeitsplatz keine Selbstverständlichkeit ist, dass das Homeoffice funktionieren kann, dass es Dinge gibt, die digital funktionieren, wie Online, Yoga, Chorproben oder sogar Weinproben. Aber während manches nur ein pragmatischer Ersatz ist für etwas, was halt nicht stattfinden kann, haben sich auch neue digitale Räume geöffnet. Und dazu gehört unser Kunstdreieck digital, denn wir beamen uns sozusagen in den digitalen Raum, wir überwinden analoge Mauern, wir kommen miteinander ins Gespräch und entdecken Themen in der Ausstellung. Wir sehen Farben, Paare und Möbel. Und besprechen das mit Ihnen gemeinsam, egal ob Sie uns analog besuchen, ob Sie uns digital zugeschaltet sind, ob Sie uns auf der Website sehen. Wir freuen uns, mit Ihnen so ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns, Ihnen in diesem Jahr 5 Ausstellungen gemeinsam zu präsentieren. Im Kunstforum zeigen wir Hans Puhrmann mit Ein Leben in Farbe. In der Kunsthalle sind 3 Ausstellungen präsentiert. Jakoba von Hemskerk, kompromisslos modern. John Miller mit Öffentlichkeit gegen Öffentlichkeit. Und die Zusammenstellung Jorge Pardo und Konstantin Gritschitsch in der Reihe Miteinander gegenüber Nummer 2. Im Kunstverein Bielefeld zeigen wir Ihnen die Einzelausstellung des tschechisch-schweizerischen Künstlers Václav Pozarek, die den Titel Tuck trägt. Wir wünschen Ihnen viel Freude.